Jo, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS19 auf der nordfriesischen Marsch. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Waren das aufregende Stunden, als der Feed Action Let's Play in seinem Livestream die Map vorgestellt hat und wir alle wussten, es ist soweit, bald können wir sie spielen. Ja, spannend war es und dann ist er endlich rausgekommen. Wir sind hier schon dabei, unseren Drescher auf unserem ersten Feld abzutanken. Ah, da haben wir ja letzte Folge schon angefangen zu dreschen und jetzt ist es soweit, dass wir auch einmal abtanken können. Ich habe mir hier als Abfahrer den Hürlimann geholt und einen Agroliner. Und da können wir mit unserem, damit können wir unseren Drescher hier, den Massey Ferguson, einmal abtanken. Das passt nicht so ganz. Sehr schön, so haut das hin. Ja, wir haben ja ein Feld genommen, ziemlich weit abseits des Hofes. Ja, hier ist unser Hof. Das Grundstück habe ich auch gekauft. Und hier oben ist unser Feld. Warum? Sojabohnen drauf. Sojabohnen bringen eigentlich immer ganz gutes Geld. Vielleicht hätte man auch, und die sind schon reif gewesen, das kommt noch dazu. Sonst hätte ich auch ganz gerne das Feld genommen hier, Feld 1 oder Feld 2. Raps wäre auch ein schönes Feld gewesen, wäre auch reif gewesen. Aber ich dachte mir, Raps bringt nicht ganz so viel. Allerdings im Nachgang, wenn ich so überlege, dass ja dieses Feld größer ist, vielleicht, möglicherweise wären wir beim selben rausgekommen. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden und ich denke, das ist soweit auch ganz in Ordnung. So. Upsala. Wir werden den Raps auch direkt verkaufen gleich. Das werden wir direkt machen. Wir werden da direkt Geld mit verdienen. Und dann müssen wir uns eigentlich mal überlegen, was wir noch machen. Also wir haben einen Traktor haben wir noch hier beim Shop stehen. Das ist der Fendt, der Fiat 1300 DT. Den wollte ich eigentlich für Feldarbeit wie Pflügen zum Beispiel nehmen, weil der ist zwar extrem langsam, aber der hat eine gute PS-Anzahl und ich denke, da können wir ganz gut mit Pflügen dann im Anschluss. Müssen wir schauen. Das Feld muss erstmal gekalkt werden. Okay, das heißt, wir benötigen auch noch einen Kalkstreuer. So wie Kalk selber auch. Das kostet natürlich alles viel, viel Geld. Aber gut, wir ernten hier jetzt extra die Sojabohnen, damit wir diese dann auch verkaufen können. Und ich würde eigentlich so ein bisschen überlegen oder dazu tendieren, vielleicht noch ein kleines Feld zu kaufen. Oder wir kaufen eine Wiese und machen daraus ein Feld. Geht natürlich auch, ne? Was kostet denn hier so eine Wiese? Guck mal, die kosten, ne? Die ist ein bisschen teuer. Diese kleine hier, direkt am Hof, oder die hier, könnten wir zwei Felder draus machen. Bietet sich natürlich auch an, ist die Frage. Was ist hier sinnvoller? Oder die hier, weil kostet nur 56.000. Wir könnten natürlich auch sagen, wir nehmen das Feld und pflügen es, dann brauchen wir die Zuckerrüben nicht ernten, weil das halte ich für nicht sinnvoll. Wir haben ja nun mal nicht noch das Geld, um eine Rübenerntemaschine zu kaufen bzw. zu leihen. Was würden denn Rüben bringen? Ja, ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ui. Feld 4 düngen. Feld 4, aber das müsste ja mit dieser Spritze auch relativ schnell gehen, ne? Wir würden 30.000 dafür bekommen. Allerdings müssen wir auch den Dünger noch selber kaufen. Ist halt immer so die Frage, ne? Bringt das was noch dann? Oder Feld 10 ernten? Wo haben wir denn Feld 10? Hier oben. Hoi. Da würde ich sagen, das machen wir noch nicht jetzt. Wir kaufen uns. Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Entscheidung. Was würde denn das hier kosten? 63.000. Dann können wir auch lieber dieses Feld nehmen, beziehungsweise diese Wiese und
Oder wir sagen, wir machen ein bisschen Forstwirtschaft direkt. Ja, ein paar Bäume fällen hier. Obwohl die auch ganz schön teuer sind, ne? Ah, es ist alles nicht so einfach, Leute. Ui. Da können wir mal einfach alles außenrum kaufen. Sehr schön. Und die ganzen Straßen. Sehr cool. Ja, ist nicht ganz so einfach, ne? Wie machen wir weiter? Wie ist der Plan? Wie gehen wir weiter vor? Kaufen wir dieses hier und dieses Feld und 130.000, dann haben wir noch zur Verfügung. Ah, nee, das ist aber. Haben wir noch 170 über? Ein bisschen mehr. Das ist mir eigentlich. Bisschen arg wenig, was wir dann noch haben für das, was wir noch kaufen müssen. Wie wäre es mit, also das ist schon wieder so weit weg, Leute. So, und dann holen wir uns einen Pflug. Hier einen kleinen, also möglichst klein, nehmen wir den hier, würde ich sagen. 2.500, die 2.000 sparen wir uns. Wir machen uns daraus ein eigenes Feld. Ich glaube, jetzt am Anfang können wir das auch ruhig machen. Oder ist es schlau, das zu machen? Wie auch immer. Ne, kann ja jeder für sich entscheiden, ob er das selber auch machen möchte. Ich mache das jetzt so, weil ich denke, da können wir auf jeden Fall uns relativ günstig ein neues Feld schießen. Upsala. Ja, auf den Verkehr sollte ich auch achten. So, dann machen wir da aus dem Feld, wo früher mal der Kuhstall gewesen ist. Aus der Wiese besser gesagt, machen wir uns jetzt ein Feld. Ja, ich denke, dafür ist dieser Fiat auch ganz gut geeignet. Ist zwar mega langsam, aber dafür ist er PS stark und wird den Flug auch, denke ich, ganz gut ziehen können. Hoffe ich. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Einfach so gekauft. So, hier eine schöne breite Hofeinfahrt. Ist auch gut für Cosplay später. Und dann ist die Frage, guck mal, so klein ist sie ja gar nicht hier, diese Wiese. Ist natürlich die Frage, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir fangen einfach hier an. Wir machen erstmal, pass auf, wir machen erstmal, erstmal machen wir das Vorgewende und stecken erstmal sozusagen ab, wie weit wir überhaupt gehen wollen. So, vielleicht sollte man auch noch mal die richtige Taste dafür drücken. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so gerade, das Feld. Die Absteckung hier. Aber gut. Halb so wild. Aber ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg, erstmal hier das so zu machen, statt direkt das nächste große, teure Feld zu kaufen. Wir werden nicht drum rumkommen, Missionen zu machen oder einen Kredit aufzunehmen. Das wird nicht ausbleiben, Leute. Aber man kann ja erstmal versuchen, das ein bisschen auch zu vermeiden, wenn es geht. So, komm, ein bisschen können wir noch. So, der Baum ist dezent im Weg. Dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Ne? Auch nicht zu dicht am Zaun, würde ich mal sagen. Das ist doch schon nicht schlecht. Ja, ich mache zwischendurch mal so ein paar Screenshots. Ich weiß gar nicht, ob man das eigentlich hören kann. Sehen könnt ihr das ja nicht, aber vielleicht hören. Das weiß ich jetzt gar nicht.
müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu dicht an den Zaun kommen. Ja, aber so ist das doch schon mal ganz in Ordnung. Dann fahren wir einmal hier rum. Ist der überhaupt ausgeklappt? Sag mal. Ja, war er. Nee, alles gut. Alles gut, ich dachte gerade schon, ich hätte es vergessen. Obwohl, nee, 2,5 Meter, das kommt schon hin. Ah, das war ein bisschen zu weit hinten. Aber was soll's. Ist ja jetzt nicht so wild, ne? Ich glaube, der Teil hier ist rechts von uns. Der gehört, glaube ich, nicht mehr zu uns. So. Siehst du, dann haben wir es gleich einmal abgesteckt. Erstmal. Wie wir das überhaupt haben wollen. Und eigentlich müsste der Drescher jetzt auch demnächst mal wieder voll sein. Oder zumindest 80% erreicht haben. Ah, das war schon wieder ein ganz kleines Stück zu weit. So. Aber noch ein ganz kleines Stück weiter. Das ist ja hier nicht so schlimm. Ah, jetzt, siehst du. Jetzt haben wir die Meldung bekommen. Fast voller Korntank. 80%. So, müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie ungefähr auf der richtigen Höhe sind. Schon wieder so weit. Ja, jetzt ist es zu spät, ne? Rückgängig geht es nicht mehr. Obwohl, mit dem Landscaping-Tool, möglicherweise könnte man das auch wieder rückgängig machen, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, wir schwingen uns gleich mal wieder in unseren anderen Trecker, in unseren Hürlimann. Ah, das werde ich auch offscreen so ein bisschen weitermachen. Das muss ja nicht sein, dass ich euch das immer jetzt irgendwie 3 Stunden lang mit euch pflüge, ne? Das kann man ja zwischendurch auch offscreen ein bisschen weitermachen. Ich habe mal den Sound ein bisschen höher gestellt von den Fahrzeugen. Ich hoffe, das passt soweit. Wir müssten doch eigentlich gleich abtanken können. Ja, guck mal, das passt ja hier super, ne? Mit dem Drescher, ja. Doch. 100%ig. Ja gut, eine Runde können wir noch flügen. Obwohl, nee, der ist jetzt im Moment fertig. Dann machen wir das jetzt selber eben ein Stück. Brauchen wir jetzt nicht wieder auf den anderen Trecker springen. Dann sind wir jetzt auch jede Sekunde voll. Yep. Noch ein kleines bisschen und dann können wir das erste Mal verkaufen fahren. Sehr schön. Kommt direkt wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir sagen, wir kaufen noch einen zweiten Kipper und was waren das? 21.000, glaube ich. Ne, 15.000 kostet der, ne?
Welchen haben wir denn da? Den. Ach, 25.000, genau. 25.000 und dann warten wir noch mit wegfahren. Hm, kann man natürlich auch machen. Und dann bringen wir direkt ein bisschen mehr weg. Ach, das machen wir beim nächsten Mal. So viel Platz ist hier auch nicht mehr. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein ganz bisschen hier mit dem Flug weiter. Und dann müssen wir auch schon, ja, abfahren sozusagen. Na, so ein bisschen Schwierigkeiten kriegt er hier. Upsa. Ja, so ist besser. Aber da merkt man schon, hat er schon so ein bisschen zu kämpfen. Na gut, was soll's. Müssen wir durch. Ah, hier. Oh, 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 oh. Kommt er da durch? Hier sieht man auch, dass die Reifen so ein bisschen durchdrehen, ne? Habt ihr das gesehen? Ja, ich hätte darauf achten sollen, was der Flug für eine PS-Anzahl braucht, ne? Habe ich nicht gemacht. Selber schuld. So machen wir das. Uiuiui. Der hat aber zu kämpfen. Der hat aber richtig zu kämpfen hier. Das kann sie jetzt auch den Helfer nicht machen lassen. Das geht natürlich nicht, leider. Na, ist egal, Leute. Kriegen wir hin. Gehört halt auch dazu. So, ich würde sagen, wir hauen das Ding jetzt nochmal voll und dann fahren wir es weg. Könnte ja sein, dass es passt. Müssen wir mal schauen. Einfach mal umdrehen. Ja, so natürlich nicht. Ja, dürfte hinhauen, dass wir jetzt hier einmal voll werden. Ja, so natürlich nicht. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Aber gleich. Was waren es? 21.000 gehen hier rein. Ja, jetzt muss man auch noch einmal wenden. Ja, da warten wir jetzt noch mal eben drauf, ne? Das finde ich ganz... Was hast du denn? Ja, klingt nicht ganz so gut, aber... Naja. Müssen wir durch. Dann werden wir nämlich den Helfer gleich einmal kurz unterbrechen. Nur eine Tour würde ich gerne noch mit euch verkaufen.
So, was fehlt uns denn noch? Ich glaube, 1000 Liter fehlten noch ungefähr. Auf die warten wir jetzt noch mal eben. Und dann so mal gucken, wo wir das verkaufen können. Die Sojabohnen. Und mal schauen, was wir dafür bekommen, ne? So, das sollte ja jetzt eigentlich passen. Ja. Sehr schön. Ein bisschen mehr drin, das ist aber nicht schlimm. Top. Ja, dann kann der Helfer weitermachen und wir gucken mal, wo wir verkaufen. So, ab in den Hürlimann und einmal speichern und dann schauen wir mal, Sojabohnen. So, hier haben wir sie. Beim Bahnhof, 1678. Der Bahnhof ist doch hier gewesen. Dann setzen wir uns da eine Markierung und dann können wir hier einfach, siehst du, können wir einfach hier durchfahren. Das passt ja hundertprozentig. Da bin ich mal gespannt, was wir da kriegen. Kann man sich jetzt natürlich auch ausrechnen vorher schon, aber nein. Das machen wir nicht. Wer möchte, kann natürlich, aber... So. Da siehst du, sind wir auch schon da gleich. Ja, einfach mal rüberfahren. Also das ein oder andere Gebäude hier, das kennt man noch. Aus dem LS-17 von der Nordfriesischen Marsch hier. War, glaube ich, sogar auch an der gleichen Stelle hier platziert, soweit alles. War das hier? Nee. Das wird so nix. So. Sieht ein bisschen verkohlt aus, die Lok. So, hier ist der Bahnhof. Und da ist auch schon unsere Markierung. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir für 21.000 Liter Sojabohnen bekommen. €35.255 für eine Ladung. Das ist doch schon mal ordentlich. Damit kann ich leben. Sehr schön. Haben wir es doch noch geschafft, hier jetzt eine Tour zu verkaufen. Das freut mich. Und das bedeutet, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da. Lasst auch gerne Kommentare da, auch mit Kritik. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.